Diesel, Plug-in-Hybrid, Wasserstoffauto, Elektroauto, Mild-Hybrid, Mann, da ist wahnsinnig viel los. Neue Antriebe, viel komplexer als vielleicht noch vor 20 Jahren. Und der Felix gibt uns eine aktualisierte Übersicht, was denn mit welchen Kosten verbunden ist, wo wer welche Stärken hat. So, bevor wir richtig durchstarten, nochmal ein allgemeiner Hinweis, weil es wirklich beim alten Film auch richtig emotional wurde. Unser Herz schlägt für Autos. Absolut. Weil, das können auch sagen, schon vor 30 Jahren mit dem Hotzenblitz seid ihr ins Thema Elektromobilität eingestiegen. Ja. Aber es ist heute noch so, wenn hier jemand reinkommt und sagt, ich habe die in die Lebenssituation, die in die Anforderungen an ein Auto, dann geht er hier vielleicht auch mit dem Diesel raus oder mit Absolut. Einem Benziner oder Plug-in-Hybrid. 100%. Das soll hier gar kein Statement für oder gegen etwas sein, sondern wirklich verhältnismäßig objektiv, soweit das geht. Genau, einfach ganz transparent aufzeige, wo sind welche Stärken und Schwächen und vor allem auch, auf was habe ich zu achten, wenn ich mir ein Auto anschaffe, wo sind eigentlich die Faktoren, wo ich vergleichen muss. Mhm. Ja, weil wenn ich nur den Listepreis vergleiche, ist falsch, wenn ich nur die Leasingrate vergleiche, ist falsch. Es sind einfach mehrere Kosten, die auf das Gesamte wirken. Gib uns doch gleich mal einfach mal einen Überblick der Kostenarten, die wir damit einfließen. Ja, das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg. Klar, wir haben als erstes den Anschaffungspreis. Ja, also wie kaufe ich das Fahrzeug? Zweiter Punkt, der kommt jetzt durch die Elektromobilität dazu. Das ist die staatliche Förderung, weil da gibt es eben Fördermittel. Dann habe ich Kosten bei einem Fahrzeug, die heißen Kfz-Steuer. Das ist der dritte Punkt. Das ist jährlich fällig. Ich habe eine Versicherung, heißt, ich muss mein Fahrzeug versichern. Ich habe die Wartungskosten, was kommt da auf mich zu? Verschleiß, ja, das ist unabhängig von der Wartung, kommt Verschleiß, das ist ein bisschen schwieriger zu kalkulieren, weil man das nicht pauschal sagen kann. Dann habe ich Kraftstoff und Strom, den ich brauche. Ja, wie viel Euro brauche ich, um 100 Kilometer weit zu kommen? Und als letzter Punkt den Wiederverkaufswert. Und wenn man das alles in ein Verhältnis bringt, dann hat man, glaube ich, ganz gut die Kosten. Wir sagen dazu eine Vollkostenrechnung, mit der man dann verschiedene Antriebskonzepte miteinander vergleichen kann. Wir geben quasi dem Zuschauer ein Handwerkszeug auch an die Hand, weil klar, natürlich, wenn jemand 70.000 Kilometer im Jahr fährt, ist vielleicht die Betrachtung anders, als wenn jemand 5.000 Kilometer fährt. Absolut. Dann beginnen wir, welche Antriebsarten nehmen wir mit auf? Ja, wir sprechen über Benziner und Diesel. Die klassischen, dann haben wir Hybrid mit drin, Plug-in-Hybrid und Elektrofahrzeug. Ja. Zwei Spezialthemen, Wasserstoff- und Gasumbauten, lassen wir jetzt mal außen vor, weil einfach da das Volumen am Markt zu gering ist. Ja. Wobei einer von zwei Herstellern sind, die auch ein Wasserstoffauto anbieten. Ja, klar, also Hyundai hat mit dem Nexo ein Wasserstofffahrzeug. Ja, trotzdem, macht jetzt in dem Kostenvergleich nicht so viel Sinn. Also würde ich dich frech bitten, fangen wir mit dem Auto an, dem Antrieb, der, glaube ich, bis heute der meistverkaufte ist, der sogenannte Benziner. Gerne, ja, also beim Benziner ist ganz klassisch, wir haben den günstigsten Anschaffungspreis, ja, auch im Verhältnis zum Diesel ist ein Benziner günstiger und im Vergleich zu den alternativen Antrieben sowieso. Wir haben eine Kfz-Steuer, die jährlich fällig ist. Die ist kleiner als beim Diesel. Mhm. Ja, da kommt es dann auf den CO2-Ausstoß an. Ja, also jedes Benzinfahrzeug hat eine andere Steuer, die fällig ist. Da kommt es auf den CO2-Ausstoß an. Also wir haben zwei Faktoren drin. CO2-Ausstoß, ferner wird ja so bald früher die Differenzierung zwischen die viel fahren, Diesel und wenig fahren, dass man sagt, Sprit ist höher besteuert beim Super oder damals normal, Diesel geringer, dafür ist die Kfz-Steuer beim Diesel einfach höher, dass genau. man dem Vielfahrer dort entgegenkommt. Genau, genau. Wir haben eigentlich klassische Versicherungseinstufungen. Ja, da gibt es jetzt nichts, was letztendlich groß zu beachten ist. Wir haben in der Regel jährliche Kundendienstintervalle. Ja, gerade bei unseren Marken Nissan und Hyundai sind das jährliche Kundendienste. Verschleiß und Wartung kennt man. Ja, also man weiß, wie man Benzinerfahrzeug fährt und dann gibt es da irgendwelche Faustformeln, die sagen, alle 50.000 Kilometer kommen Bremsen und Reifen und damit kann man ganz gut kalkulieren. Ja?
dann fehlt natürlich noch der Verbrauch, wenn ich 100 Kilometer fahre. Genau. Wir gehen davon aus, dass wir an der Tankstelle 1,50 Euro für den Liter Benzin bezahlen, brauchen auf 100 Kilometer so um die 7 Liter. Heißt, wir kommen mit 10,50 Euro 100 Kilometer weit. Das ist, werden wir gleich sehen, im Vergleich zu allen anderen Antrieben der höchste Preis pro 100 Kilometer. Das muss man dazu sagen, weil wir auch oft eine Diskussion erlebt haben, oh, Strom ist ja teuer, wird immer teurer und so. Wir haben die Klimasteuer, die auf jeden Fall dafür sorgen wird in den nächsten Jahren, dass jedes Jahr Diesel und Benzin 6 Cent teurer wird. Ferner, Erdöl ist immer noch sehr, sehr günstig mit irgendwie 70 bis 75 ja. Dollar Barrel. Achtung, die Zeit, dass wir 2 Euro pro Liter zahlen müssen, die ist näher, als so mancher denkt. Ja, genau. Ja, und als letzter Punkt haben wir den Wiederbeschaffungswert. Der Wertverlust oder Wiederverkaufswert, so ist korrekt. Hier ist ganz klar so, dass aktuell der Benziner der am besten kalkulierbare Wertverlust hat und man hier davon ausgehen kann, dass das ein recht stabiles Konstrukt ist. Gut, dann kämen wir zum nächsten. Der Diesel. Zweitmeistverkaufte bis heute, schätze ich, ist der Diesel. Wobei, hier kann ich dich korrigieren. Wenn ich Januar bis Juli anschaue, dann wurden mehr alternative Antriebe verkauft wie Dieselfahrzeuge. Okay, ist auch ein bisschen geschuldet, dass der Diesel aufgrund des Dieselskandals auch ein bisschen Ungnade gefallen ist. Absolut. Wobei da die Meinungen auch sehr konträr sind. Ja. Gut, wie sieht es da bei den Kosten also, aus? Also, auch hier Anschaffungspreis, der ist höher als beim Benziner. Ja, wir haben keine staatliche Förderungen, die es für den Diesel gibt. Ganz im Gegenteil, eher Situationen, wo jetzt vor allem gebrauchter Diesel, wenn das kein Euro 6 Diesel ist, in Cities nicht rein darf. Ja. Kennt, glaube jeder das Thema. Wir haben die höchste Kfz-Steuer unter all den Antrieben. Wir haben auch in der Versicherungseinstufung, ähnlich wie beim Benziner, also ich denke, das ist ziemlich analog. Ein Tick ist meistens, glaube ich, Tick höher, weil man davon ausgeht, dass das die Vielfahrer sind. Genau. Aber das ist dann wiederum mit der Kilometer gekoppelt. Ja. Mhm. Dann haben wir teilweise längere Kundendienstintervalle, ja, weil die Diesel einfach von der Langlebigkeit mit Sicherheit besser als ein Benziner aufgestellt sind. Wartung und Verschleiß ist ebenso gut kalkulierbar. Ich glaube, da hat jeder schon ein Gefühl dafür, weil er bisher ein Benziner oder ein Diesel gefahren ist. Da brauche ich jetzt gar nicht so stark drauf eingehen. Aber auch hier sagt man eben, die 50.000 Kilometer sind so der Durchschnittswert, wo Verschleißteile wie Bremsen und Reifen erneuert werden. Mhm. Ja? Alles, was dann über 100.000 Kilometer rausgeht, da wird es dann wieder ein Thema, wo halt andere Verschleißteile dazukommen. Ja? Okay. Auch fairerweise muss man an der Stelle sagen, es gibt mehr Komponenten bei einem Verbrennerfahrzeug wie bei einem vollelektrischen Fahrzeug. Ja? Also beispielsweise ein Getriebe gibt es beim Elektroauto gar nicht. Ja? Also da haben wir ja schon Minimierung von Verschleißkosten. Man denkt immer beim Motor, oh, Elektro, Zukunft, komplex, super kompliziert. Der Elektromotor eigentlich, wenn man in so einem klassischen ganz banal Diesel ist viel simpler und somit weniger anfällig und leichter zu reparieren. Ja, genau. Gut, dann auch hier wichtig, wie wir jetzt die Kosten pro 100 Kilometer berechnen. Hier gehen wir von einem Dieselpreis von 1,35 Euro pro Liter aus. Das ist Stand aktuell, gerade am Wochenende war das der Preis. Wir gehen hier von 4,5 Liter Verbrauch auf 100 Kilometer aus. Das heißt, wir sprechen hier von 100 Kilometer kosten uns 6,07 Euro. Also schon deutlich weniger, als das der Benziner ist. Und das war die Konstellation früher, wo man einfach gesagt hat, der höhere Anschaffungspreis amortisiert sich mit mehr Kilometer, die ich fahre. Weil ich hier einfach dann die Ersparnis dann drin habe. Okay, verstanden. Ja? Mhm. So, nächstes Thema, Hybrid. Jetzt begeben wir uns nicht gelerntes Terrain. Genau, jetzt wird es Stück für Stück neuer und moderner sozusagen. Jetzt musst du kurz, Achtung, Hinweis, auch dazu haben wir eigene Filme, wo es intensiver erklärt wird, nur nicht jedem ist sofort bewusst, Hybrid, Plug-in-Hybrid, was ist der Unterschied? Ja, also genau, Hybrid sind immer zwei Antriebe, also ein Verbrenner und ein Elektromotor, die in einer Kombination stehen. Beim Plug-in-Hybrid habe ich die Möglichkeit, auch extern zu laden, heißt Strom
mit Strom meine Batterie zu laden und habe dann dementsprechend eine größere elektrische Reichweite. Beim normalen Hybrid, da gewinnt das Fahrzeug die Energie durch Bremsen, rekuperiert und speichert die Energie ab. Und dann geht's nach vorne. Wir haben was Wichtiges vergessen. Was denn? Wertverlust Diesel. Denn ja, da ist ein absolut sehr spannendes Phänomen. Früher war es einfach Diesel, da hast du so ein Kombi Mercedes gekauft, kaum Wertverlust, der fährt ewig. Den höchsten Wertverlust in den letzten Jahren haben wir mit den alten Euro-Normen von Diesel, die jetzt quasi völlig von Apfel und Ei, also wer immer sagt, oh, Elektroauto, aber Diesel hat skurrilerweise den schlimmsten Wertverlust gehabt. Absolut. Entschuldigung, dass ich nochmal reingekriegt habe. Nee, völlig richtig und war wichtig. Der Wertverlust beim Diesel ist natürlich immens. So, Hybrid zurückkehrend. Ja. Wie sieht es beim Hybrid aus? Der Hybrid hat einen höheren Anschaffungspreis als ein Verbrenner. Ja? Weil? Weil wir ja auch zusätzliche Technik mit an Bord haben. Also zwei Motoren. Genau, also ist einfach ein Stück weit ein aufwendigeres Fahrzeug. Das spiegelt sich dann im Anschaffungspreis wieder. Wir haben keine staatliche Förderung. Ja? Achtung, beim Hybrid, beim Plug-in-Hybrid gibt es die. Ja? Aber beim Hybrid nicht. Nicht. Genau. Okay. Also der bekommt auch kein E-Kennzeichen. Der Plug-in-Hybrid bekommt ein E-Kennzeichen. Okay. Ja, da muss man ein bisschen differenzieren. Wir haben eine reduzierte Kfz-Steuer, weil der CO2-Ausstoß weniger ist, aber keine Kfz-Steuerbefreiung. Auch da kommen wir gleich nochmal drauf. Kannst du ungefähr sagen, wie viel man da durch die Kraft schwer zu sagen? Das kommt ganz auf das Modell an. Also das ist eine Range, die ist zu groß, um das jetzt mit einer Zahl zu definieren. Okay. Ja? Aber das lohnt sich auf jeden Fall, Kfz-Steuer auch dann unter den Produkten, für die man sich interessiert, miteinander zu vergleichen. Da wird man überrascht sein, was für Unterschiede es da gibt. In der Versicherung gibt es Versicherer, die alternative Antriebe mehr forcieren und da entsprechend bessere Angebote machen. Also die ganz gezielt eine Prämie dafür ausbezahlen. Heißt, auch da ist der Vergleich empfehlenswert. Was Wartungskosten angeht, das können wir davon ausgehen, wir sind irgendwo auf Niveau von einem Benziner. Ja? Beim Verschleiß eher darunter, weil wir hier das Thema mit Rekuperation schon mit dabei haben. Heißt, wir fahren das Fahrzeug ein Stück weit anders da. Wir achten darauf, dass wir rekuperieren und dass wir Energie wiedergewinnen. Das heißt, das entlastet in aller Regel die Fußbremse und macht eher so ein Ausrollen, gerade wenn man an eine Ampel ranfährt oder so. Verändert sich ein Stück weit das Fahrverhalten. Ja, ist ja auch der Unterschied zum Plug-in-Hybrid. Irgendwie muss ja die Energie rein und genau, im Endeffekt ist das, Bremsen ist früher sinnlos durch Bremsscheibe die Energie verloren gegangen und jetzt holt sich der Hybrid die Energie zurück und sagt, juhu, dafür kannst du nachher wieder losfahren. Genau. Also auch hier, sag mal, der Liter Benzin kostet 1,50 Euro. Wir verbrauchen nicht ganz so viel wie ein Benziner, heißt wir kalkulieren mit 5,5 Liter und haben dann also Kosten auf 100 Kilometer von 8,25 Euro. Kann man grob, ich weiß, Fahrzeug ist immer so schwer, wenn ich versuche konkreter zu werden, aber kann man grob sagen, durch diese Hybridtechnologie kann ich einen Liter, eineinhalb Liter pro 100 Kilometer, so wäre ein schöner Rechner. Genau. So, okay. Genau, also wenn ich von einem Benzin-Hybrid spreche, ja? Ja. Genau, dann spart er im Vergleich zum normalen Benziner, gleiches Fahrzeugklasse, 1 bis 1,5 Liter ein. Und jeder, der sich noch nicht mit beschäftigt hat, ich habe eigentlich mein Verhalten, Tankverhalten wie mit einem normalen Auto. Allerdings dieses, ich gewinne Energie zurück, bringt mir eher noch ein bisschen mehr Fahrspaß, weil ich ja zwei Motoren genau habe. Ne? Aber absolut. Das ist eine feine Sache. Absolut. Gut. Ja, wieder Verkaufswert. Hier würde ich eine gleiche Einschätzung machen wie beim Benziner. Eigentlich ein stabiles Konstrukt, das eher ein Stück weit moderner wie ein Benziner ist. Von daher, wenn ich jetzt 3, 4, 5 oder 6 Jahre nach vorne gucke, würde ich sagen, Hybride haben dann immer noch ihre Fanbase und kann das Auto gut weiterverkaufen. Wunderbar. Ja? Dann geht es zum Plug-in-Hybrid. Der ist jetzt der, den wir eben mit einem Stecker auch laden können und rein elektrisch deutlich größere Strecke zurücklegen. Was, wie viele Kilometer schafft man normalerweise mit so einem modernen Plug-in-Hybrid? Aktuell sind es so um die 50 plus minus. Ist ja gerade heiß in der Diskussion, wie viele Kilometer es braucht, um die staatliche Förderung zu erhalten. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir sprechen von einem Plug-in-Hybrid, der die staatliche Förderung bekommt. Okay. Ja?
Heißt, wir haben hier nochmal einen höheren Anschaffungspreis wie ein normaler Hybrid. Er braucht auch eine größere Batterie. Genau, also alles ein Stück weit nachvollziehbar. Aber jetzt kommen wir zum ersten Mal in den Genuss von staatlicher Förderung in Höhe von 4.500 Euro, ja, die wir dann vom Kaufpreis rechnerisch ja schon wieder abziehen können. Aber Thema Kaufpreis, Plug-in-Hybrid ist wiederum teurer als der Hybrid. Genau, okay. Genau. Kann man sagen, dass die Förderung ungefähr... Ja, ist schon, also auch da muss man natürlich vergleichen. Pauschale Aussage gibt es da nicht. Deshalb auch die Empfehlung zu vergleichen. Aber ja, das nähert sich dann verdammt nah aneinander. Ja? So, dass wir rein elektrisch fahren können, haben wir natürlich nochmal einen massiv reduzierten CO2-Ausstoß, was sich auf die Kfz-Steuer auswirkt. Also auch die ist deutlich, deutlich geringer. Wie Benziner, wie Diesel, wie Hybrid. Dann gibt es die Wartungskosten. Ja? Kleine Spezialität da, wir müssen natürlich da auch den Elektrotrakt mitwarten. Heißt, die können teilweise ein Stück weit mehr sein wie bei einem Benziner. Die müssen genauso Öl wechseln, also es kommen so zwei Komponenten dazu. Ich würde mal sagen, vom Aufwand her, ein Stück mehr einzurechnen wie bei einem Benziner. Allerdings auch dort Thema Bremsen, da habe ich genau, das kommt wieder beim Verschleiß, da deutlich weniger. Also da kann man sagen, man kommt 50% mehr oder weiter, bis die Verschleißgrenze von Verschleißteilen erreicht ist. Würde ich gerne noch ergänzen. Du hast gesagt 40, 50 Kilometer. Probleme schaffen heute moderne Plug-in-Hybrids. Denkt man ja, oh Gott, das ist 50 Kilometer, ist ja nicht alltagstauglich. Bitte schaut euch mal Statistiken an. Man weiß einfach mit dieser Range, da die meisten Fahrten eben zum Kindergarten oder zur Arbeit oder schnell zum Einkaufen sind, ist normalerweise 80-90% der Mobilität abgedeckt. Und selbst wenn man mal Langstrecke fährt, mal 700 Kilometer sind ja trotzdem die ersten 50 Kilometer auf Strom. Absolut. Gut, und auch da, während der Fahrt wird wieder gewonnen. Also ich kann dann wieder ein Stück weit elektrisch fahren. Ja. Aber du leitest das schon ganz gut ein. Stopp, aber eins was? Fehlt noch. Ne, zwei fehlen noch. Ah, zwei. Jetzt fehlen die Kosten auf 100 Kilometer. Richtig. So, und das ist jetzt schwierig. Das ist die absolute Gretchenfrage. Ja. Weil es natürlich unglaublich stark davon abhängig ist, wie viel fahre ich im rein elektrischen Betrieb, desto günstiger wird es. Je mehr ich elektrisch fahre, desto günstiger wird es. Wenn ich mehr oder fast ausschließlich im Verbrennermodus fahre, dann ist natürlich teurer. Ja? Ich würde jetzt mal sagen, die Range bewegt sich zwischen 5,50 Euro und 8 Euro pro 100 Kilometer, je nachdem, wie mein Mix ist. Mhm. Ja? Wenn es ein Pendler schafft, der seinen Arbeitsweg tagtäglich von 50 Kilometer hin, 50 zurück und kann bei der Firma noch laden, quasi 100 Kilometer am Tag schafft, elektrisch zu fahren, dann ist dem sein Nutzen seinen Kostenvorteil deutlich höher, wie der eben 2 Kilometer am Tag elektrisch fährt und dann aber nur Langstrecke, wenn es drauf ankommt. Ja? Ich gebe nochmal, um es noch zu verkomplizieren, ist ja noch die Frage, wenn ich Strom tanke, der kostet ja auch was. Mitunter bekommt man ihn kostenlos. Ich kenne einige Arbeitgeber, die sagen, ihr könnt kostenlos bei mir Strom tanken. Also dann, schwierig. Also sehr, sehr schwierig. Selber kann man ja selber auch gegebenenfalls selber Strom kostenlos produzieren. Absolut, die ganze Möglichkeiten gibt es. Wenn du mich jetzt nach einem Wiederverkaufswert fragst von einem Plug-in-Hybrid, dann ist tatsächlich auch für mich schwierig, das abzusehen, was für eine Bedeutung diese Technologie in 5, 6 Jahren spielt. Mhm. Das traue ich mich aktuell auch nicht verlässlich zu sagen. Was man natürlich spürt, ist, dass es ein sehr stark deutsch geprägtes Phänomen ist, Plug-in-Hybrid. Also wir haben deutlich höhere Zulassungszahlen wie andere Länder, bedingt durch unsere staatliche Förderung. Macht es nicht ganz so einfach, aber wenn man sich da, würde ich mal sagen, so auf Dieselniveau bewegt, dann hat man das Risiko mit drin. Mhm. Ja, also dann ist man einfach nach unten abgesichert. Okay. Und im Endeffekt ist es ja der Ansatz, der wirklich die Vorteile versucht, von beiden Welten miteinander zu kombinieren. Heute zu sagen, ich hüpfe in mein Auto und fahre nach Schweden, da muss ich halt wie beim Verbrenner ja auch irgendwo halt auf der Autobahn halt tanken und
den Plug-in-Hybrid juckt es nicht, aber es ist auch wirklich möglich, ohne dass CO2 hinten rausgeballert wird, ohne dass ich Erdölprodukte verbrenne, zu sagen, ich kriege das mit Strom hin. Ja. Gut, jetzt haben wir alles durch bei ihm. Ja, also Wiederverkauf ist sehr, sehr schwer einschätzbar. Ja. Könnte man vielleicht noch, weil wir ja zweimal schon beim Thema Batterie waren, da hat man immer ein bisschen Sorge, halten die lange? Beim Plug-in-Hybrid haben wir bis jetzt keine Negativerfahrung. Nee, also auch da ist ja in aller Regel durch eine lange Garantiezeit mal vieles abgedeckt. Und unsere Erfahrung gibt einfach, dass die Batterien gut sind, dass wenn was kaputt geht, dann sind es einzelne Zellen und die kann man einzeln erneuern. Das Risiko würde ich jetzt mal außer Acht lassen. Da sind Motoren und Getriebe genauso anfällig. Ja. Das vergisst man gerne. Ne? Ja. Wer einen Kolbenfresser im genau, Sechszylinder hat, der hat auch keinen Spaß. Genau. Ne? Gut. Jetzt kommt der letzte. Das Elektrofahrzeug. Genau. Da sprechen wir von den höchsten Anschaffungskosten unter all unseren Vergleichsantrieben, aber auch von der höchsten Förderung. Ja, gibt es ja je nach Preis des Fahrzeugs bis zu 6.000 Euro staatliche Förderung. Und das macht dann schon wieder hier vieles wett, was das Auto in der Anschaffung teurer ist. Würde ich gerne auch, wenn wir neutral sind, aber auch sagen, dass ja jetzt tolle Modelle, alltagstaugliche, luxuriöse, komfortable alles Modelle, dabei, wie jetzt zum Beispiel MG auf den Markt kommen, die plötzlich preislich weiter nach unten den Markt öffnen, weil wir plötzlich bei 30.000 Liste ohne Förderung sind und plötzlich andere Käufergruppen auch beim Elektroauto angesprochen werden. Absolut. Ja. Wir sind komplett Kfz-Steuer befreit. Für immer? 10 Jahre. Auf 10 ist aber an Bord. Ja. Wir haben wirklich, 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 halt erst noch das Thema Versicherung. Auch da ist so, ich habe das ganz aktuell wieder gemacht, es gibt Versicherer, die eben nicht nur eine alternative Antriebprämie, sondern die speziell Elektrofahrzeuge mehr fördern wie eben Verbrenner. Auch die haben teilweise das Interesse, Kunden zu gewinnen, die eben emissionsfrei unterwegs sein möchten. Mhm. Ja? Die das würdigen? Okay. Genau. Dann sind wir bei den Wartungskosten. Da können wir ganz klar sagen, mit Abstand die geringsten. Hauptbestandteil Hauptkostentreiber ist das Öl. Das haben wir beim Benziner, das haben wir beim Diesel, das haben wir beim Hybrid, das haben wir beim Plug-in-Hybrid. Mhm. Das muss erneuert werden. Das fällt beim Elektroauto komplett weg. Ja? Bremsen auch im Idealfall? Ja, auch da gibt es bei den Verschleißteilen Erfahrungen, wonach Bremsen hier deutlichst länger halten, Bremsen, Reifen, weil das Fahrverhalten einfach ein anderes ist. Ja, die Fahrzeuge werden gar nicht in der Höchstgeschwindigkeit so stark bewegt und das Bremsverhalten, haben wir ja schon durch die Rekuperation angesprochen, deutlich verändert ist. Heißt, hier können wir sagen, Wartungs- und Verschleißkosten sind mit Abstand die niedrigsten. Blöde Frage, aber wenn ich jetzt zum TÜV düse, was ich ab und zu muss, muss ich beim Verbrenner auch noch, wie heißt der, ASO? AO, ja, das fällt auch weg. Das macht ja beim Elektroauto ja gar keinen Sinn, weil ich wüsste ja nicht mehr, wo ich es dran stöpfen kann. Abgasuntersuchung gibt es da nicht. Das ist nur die Hauptuntersuchung Bestandteil. So, jetzt die Kilometerkosten. Genau, also da gehen wir jetzt von 30 Cent pro Kilowattstunde aus. Es gab zig Kommentare, die geschimpft haben bei 30 Cent. Achtung. 28 haben wir damals. Ja, gehabt. Okay, ist natürlich auch teuer geworden, aber weit nicht so viel teurer wie Benzin. Schaut euch an, allein das, was EnBW mit Hyundai macht, mit 10.000 Ladestationen. Man kann selbstverständlich für 30 Cent tanken. Dass es jetzt auf Autobahnraststätten Ladestationen gibt, die 70 Cent auch mal sich in die Tasche stecken, ärgert mich selber ein bisschen. Ja, aber man muss einfach den Mix betrachten. Hm. Ja, ich habe Kunden, die machen sich einen Sport raus und die tanken wirklich ausschließlich kostenfrei. Die tanken bei Kaufland, bei Lidl, bei Aldi, bei uns. Ja. Nehmen das als Sport. Ja, ja. Das kann natürlich nicht jeder machen. Viele haben zu Hause die Möglichkeit zu laden. Und das muss man auch wissen, über 80% laden tatsächlich zu Hause. Mhm. Ja. Also 80% aller Ladungen, nicht 80% laden zu Hause, sondern 80% aller Ladungen eines Elektrofahrzeugs finden zu Hause oder auf Arbeit statt. Und somit lasst den 30 Cent Wert, der ist zumindest jetzt Stand August 2021 durchaus realistisch und tut extreme an Autobahnen
bitte mal ausblenden. Genau, und dann gehen wir eben von 15 Kilowattstunden aus, dass das Fahrzeug auf 100 Kilometer braucht. Und dann kostet uns 100 Kilometer 4,50 Euro. Und dann haben wir da eben den günstigsten Wert unter allen Vergleichsfahrzeugen. Ja? Und so muss man das ganz individuell angehen. Achtung. Ah, wieder. Jetzt will ich immer den Wiederverkauf. Und das ist aber, glaube ich, auch nicht so einfach zu beantworten. Nee, ist auch nicht. Ist es nicht. Ja. Achtung, wir haben einen eigenen Film zugemacht. Wenn ihr euch ein gebrauchtes Elektroauto kaufen wollt, geht in eine Fachwerkstatt, in ein Fachhaus wie unseres, die das auch wirklich prüfen. Über einen Dongle so kann man wirklich zum Beispiel das Kernstück, die Batterie testen. Wie fit ist die? Ja. Hält die auch noch weitere 100.000 Kilometer? Der Mythos, man kann die Dinger ja nur 100.000 Kilometer fahren, ist völliger Quatsch. Wenn ihr euch anschaut, was die Hersteller inzwischen für Garantien auch auf die Batterien geben, das ist die Generation davor. Ja. Da will ich auch ein bisschen Lanze rühren, aber trotzdem wiederverkostet, bin ich mal gespannt auf deine Antwort. Ja, es ist schwierig, da nach vorne zu gucken. Da ist so viel Dynamik und so viel Bewegung drin. Ich würde auch hier sagen, ich würde es vergleichbar wieder mit Plug-in-Hybrid und Diesel, so eine Risikoabsicherung nach unten und alles, was dann oben mehr wieder rauskommt, das ist besser. Aber ist ein schwieriges Thema und muss man auf dem Schirm haben. Deshalb klare Tendenz aktuell, die meisten leasen so ein Fahrzeug, dann haben sie das Restwertrisiko für sich komplett ausgeklammert und können sich voll auf das fokussieren, was das Auto monatlich kostet und in 3 oder 4 Jahren wieder nach was Neuem gucken. Auch noch Hinweis, es gibt auch eine Zwischenlösung, das sogenannte Auto-Abo, wo man auch mal sagt, ich nehme 1, 2 oder 3 Monate in Elektroauto und guck mal, wie das so ist. Ich glaube, wir wollten mit dem Film einfach wieder eine aktuelle Übersicht machen. Dass jeder für sich selber, wenn ein Autokauf, ein Neuwagenkauf ansteht, wie justiere ich das, wenn man das Thema Kosten angeht, weil es durchaus komplex ist. Hinweis, wer hier aus unserer Region ist und sagt, man, die reden da was von Plug-in-Hybrid, da gibt es ja auch noch Mild-Hybrid und Wasserstoff und Elektroauto. Der Felix macht hier eine Samstagvormittag Probefahrtveranstaltung, wo ihr in 6 Stunden 6, 7, 8 Autos fahren könnt, wirklich in einem Plug-in-Prinzip, wirklich im reinen Stromer oder in 2 Stromer, im Wasserstoffauto, bei einzelnen Stationen euch auch erklärt wird, wie wird das mit der Fördermittel, was gibt es da für Ladedinger. Nutzt sowas, wenn ihr aus der Region seid. Und ich sage, ihr werdet begeistert sein, was für tolle Autos das inzwischen sind. So dieser Vorstellung, das sind Ökoschüsseln, da gibt es keine Sitzheizung und die Scheibe muss sich händisch runterkurbeln, klemmt aber eh meistens. Das gehört der Vergangenheit an. Schaut es euch bitte an. Wenn Fragen sind, ab in die Kommentare. Wir haben es ja bis heute geschafft, jedes Kommentar auch zu beantworten. Natürlich freuen wir uns auch über jedes Like, jedes Abo, jede konstruktive Kritik, jedes Lob. Und dann würde ich sagen, auf ins Neue, zu neuen tollen Themen. Viele Themen rund um die Mobilität, vom was mache ich gegen den Marder bis warum fährt ein Elektroauto 5 Kilometer weniger im Winter. Dann hoffe ich, sehen wir uns bald wieder hier im YouTube-Kanal vom Autohaus Walter aus Pforzheim. Dankeschön. Danke.